Video von Ralfs Vorbereitung. Ist einmal wieder Zeit, ein Update zu machen. Und jetzt halten wir euch ein bisschen auf dem Laufenden, wie es mit der Diät läuft, wie sich der Ralf so fühlt und genau, wie es vorwärts geht. Es sind ja jetzt noch aktuell, sind es zur Fränkischen, wären es glaube ich noch 6 Wochen. Ja. Die denke mal, das glaube ich steht in den Sternen, wie die anderen Meisterschaften natürlich auch, aber also das Timing legen wir jetzt auf alle Fälle auf den German Cup. Anfang Juni, 5. oder 6. Juni, glaube ich, ist die Meisterschaft. Also dahin läuft das Timing. So, jetzt erzähl mal, wie geht es da aktuell? Ja, aktuell kämpfe ich immer noch mit dem Gewicht. Wir versuchen ja schon ein bisschen runter zu gehen, aber bei mir hängt es ja immer ein bisschen. Form wird zwar deutlich besser, aber Gewicht tue ich mich wirklich auch schwer und macht mir ein bisschen zu schaffen. Also man muss ja sagen, am Anfang war ja die Physikklasse, Men's Physikklasse mit den Badenhosen, da gibt es ja kein Gewichtslimit, da geht es ja nur nach Größen. Und dann haben wir schon gesehen, dass das muskulär wahrscheinlich zu viel wird für die Klasse und haben uns jetzt entschieden für die Classic Bodybuilding und da kannst du auf deine Größe, du darfst 92 Kilo haben. Ja. Und jetzt momentan stehen wir nur bei 102. Ja. Also sollten in den nächsten 8 Wochen sollten 10 Kilo weg sein. Aber man muss sagen, die letzten Wochen ist halt vom Gewicht fast gar nichts passiert. Ja, ich hatte auch nochmal eine Infektion, da habe ich noch Wasser richtig gezogen, da ging es nochmal hoch mit dem Gewicht. Und man merkt halt einfach, dass die Regenerationsphase, da muss man auch ein bisschen mehr Wert drauf legen, das merke ich jetzt besonders. Gerade in Stresssituationen merkt man doch, wie sich der Körper da anders entwickelt. Ja. Und ja, deshalb hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, man muss sagen, du hast jetzt, man weiß gar nicht woher, das ist verletzt gehabt, scheinbar am Land. Ja. Okay, und da durch irgendwie die Wundheilung oder auch durch die Verletzung hat der Körper auch so arg reagiert, dass dann gleich mal 3-4 Kilo schwerer warst. Ja, fast 5 Kilo. Ja, 5 Kilo, ja. Und ist aber jetzt Gott sei Dank wieder auf dem guten Weg. Also es ist noch nicht ganz auskalt, aber die Form wird jetzt wieder deutlich besser und dadurch verringert sich natürlich das Gewicht. Was natürlich vom Gewicht her nicht immer rein aussagekräftig ist, weil wir ja schon beim ersten Video gesagt haben, du bist ja ein Ausdauersport gekommen. Und eigentlich sagt man immer so, in der Diät kann man keine Muskeln aufbauen, aber du reagierst Gott sei Dank, oder auch vielleicht nicht Gott sei Dank, weil das Gewicht nicht runterfällt, ganz gut drauf und man merkt schon immer, dass muskulär besser wird von Woche zu Woche, aber das Gewicht steht einfach. Ja, also ich bin ja jetzt auch im Cardio-Bereich mit drin, also ich mache jetzt echt 5-mal die Woche Cardio, halbe Stunde bis 45 Minuten. Weil das Gewicht, ich bin halt auch dann so ein bisschen, ich orientiere mich danach, das drückt manchmal schon auf die Stimmung, weil man will ja auch, dass was vorangeht, aber wenn man es dann optisch im Spiegel sieht, dann beruhigt einen das schon. Ja, aus der erste Zeit, wie geht es dir denn da, wenn es dir in der Früh seit Wochen eigentlich Entbehrungen und das Gewicht fällt nicht? Das ist, ich meine, wenn man am Spiegelbild kommt, kann man sich dann schon immer wieder aufziehen oder ich sage dir das ja immer wieder, aber eigentlich, wenn man Diät will, ist das oberste Ziel, dass man Gewicht verliert oder abnimmt, auch wenn man sagt, das Gewicht ist nicht alles. Ich habe heute ein bisschen was im Bad umgeworfen, weil ich man hat halt ein bisschen Gefühl gehabt, dass es vielleicht ein bisschen was vorangeht und dann war ich doch wieder 500 Gramm schwerer und das ist dann schon ein bisschen deprimierend. Man sollte es vielleicht nicht ganz tagesformabhängig machen, aber man schaut dann doch jeden Morgen auf die Waage, ob sich was tut und dann ist es umso ärgerlicher, wenn man dann da ein bisschen schwerer ist, obwohl man ein gutes Hungergefühl hat. Jetzt muss man sagen, du bist bei 2700 Kalorien, wie geht's dir da, was du jetzt gerade gesagt hast, schon guten Hunger? Also wir haben ja am Anfang auch so alle 4 Tage einen Ladetag gehabt, also wo wir hochgegangen sind. Das hat mir nicht gut getan, weil ich dann eher mehr Hunger hatte. Immer bei den konstanten 2700, wo ich schon merke, da stabilisiert sich dann auch der Insulinspiegel recht gut. Ja. Klar, Hungergefühl wird immer mehr, das merke ich jetzt schon auch. Man steht schon sauber noch mit dem Hunger auf. Aber es hilft halt nichts. Ja.
Jetzt werden für viele sagen, 2700 ist ja noch viel, aber man muss ja sagen, du bist ja, wie hoch waren wir in der Offseason, was du gegessen hast? Über 5000. Über 5000, genau, das muss man ja immer sehen, das ist ja jetzt fast schon die Hälfte von der Offseason, vom Offseason-Essen. Weil, wie gesagt, für viele, die zu mir ins Coaching kommen, sind ja immer 2000 oder 2500 schon viel. Aber das ist ja ein ganz anderes Verhältnis dann auch, gell? Ja, und ich glaube, wir sind ja trotzdem schon gut im Defizit, weil wenn man selber mal so ein bisschen schaut mit Cardio und wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, dann frühes Training, Cardio dazu, also da geht halt auch schon was verloren an Energie. Ja, ja. Jetzt haben wir auch die Woche mit dem Posing angefangen, warst eigentlich auch ganz überrascht, wie anstrengend das sein kann. Verzeih mir da vielleicht kurz, also, dass der da gegangen ist. Das habe ich ja von grundsätzlich unterschätzt, also alleine schon die Grundposen und jetzt haben wir ja wie gesagt mit der Kür angefangen und da war schon die erste Minute, wo ich dachte, wow, leck mich am Arsch. Erstens körperlich anstrengend, ohne Frage, und dann braucht man halt das gewisse Gefühl dazu, was man alles anspannen muss, die Armbewegungen, also es ist ja doch schon eine Körperkunst, die man repräsentieren will und dass es dann auch gut ausschaut, leck mich am Arsch. Also, da ist, also vom Zeitpensum her, dieser Sport nimmt viel ein. Also wenn ich jetzt dran denke, Training, Cardio und dann die Kür, musste einfach täglich üben. Also, machst du es jetzt täglich oder mit der Kür das üben? Ja. Ja, weil ich finde, am Ende des Tages kommt es ja nicht nur darauf an, wie du ausschaust, sondern wie du dich auch repräsentierst. Wenn ich dann auf der Bühne bin und mache eine Scheißbewegung, da bringt die ganze Vorbereitung ja nichts, wenn du dich dann auf der Bühne zum Ei machst. Ja, also ich finde schon. Ja, es ist, muss man immer wieder sagen, es ist natürlich ein Präsentationssport. Ist ja viele nicht klar, selbst wenn man vielleicht an dem Tag den besten Körper hat und kann den nicht präsentieren, dann hilft selbst der beste Körper nichts, wenn sie an sich besser verkauft oder optimal in Szene setzt. Gell? Ja. Deswegen ist es schon immer so, sollte man einfach den Augenmerk. Oder oft ist vielleicht einmal zwischen Platzierungen auch ausschlaggebend dann die Präsentation. Gell? Ja, absolut. Und ich finde, das macht erstmal aus, also eine Bewegung und auch zu spüren, welche Muskulatur man anspannen muss, ist schon nicht so einfach. Also, ja. Die Kür war ich absolut erschrocken. Also, was das doch für Arbeit ist und wie intensiv man das üben muss. Ja, wie gesagt, das sind halt immer so Pluspunkte für jeden da draußen. Ich kann es auch bloß empfehlen, wenn man dann aufgrund einer Kür oder einer schlechten Präsentation dann ein paar Plätze nach hinten fällt, ist halt immer, finde ich, sehr, sehr schade, weil körperlich, wenn man körperlich im Vorteil ist, dann kann man ja nichts machen. Man kann sich nicht mehr für Diät halten, hat seine persönliche Genetik. Aber ich finde dann immer sehr schade, wenn man gute Athleten auf der Bühne sieht und die sind dann irgendwie wegen der Präsentation, werden die dann nach hinten geschluft, weil sie sich nicht optimal verkaufen und Bauch raushängen lassen oder die Pose nicht gut stellen. Und das ist dann halt schon immer schade, weil man bereitet sich ja schon ewig vor und auch, wie du schon sagst, ist ja für jeden zeitintensiv. Gell? Ja, und es ist vor allem, der Sport hat ja auch, du stärkst dich mental, du brauchst eine unheimliche Disziplin mental und dann vernachlässigst du aber deinen Fleiß, also es ist ja auch Fleiß dabei. Und für Üben, das ist einfach eine Fleißsache, genauso wie das Training. Der Rest ist ja viele mentale Disziplinen, was das Essen und so betrifft. Und ich finde, da sollte man wirklich nicht nachlässig sein, weil das ist das Einfachste. Wenn man Wie geht es denn da jetzt gerade im Privatleben? Du hast ja einen Sohn und kannst nicht den Sohn, der jetzt wird, ist der 5? 4,5, genau. Den kann man ja auch nicht einfach abschieben jetzt 4 Monate. Ist vielleicht für viele auch interessant, die sagen, ja, wie soll ich das mit meinem Privatleben vereinbaren? Hast du Einschränkungen? Wird das schwieriger, wo du sagst, boah, eigentlich bin ich kaputt, oder sagst, nein, das klappt eigentlich alles sehr gut? Also es ist eine absolute Organisationssache. Ich bin ja immer noch der Meinung, es ist ein Leistungssport, was ich auch unterschätzt habe. So mit meinem Sohn, ich habe ja den Vorteil, dass ich ihn überall mit hinnehmen kann, auch hier ins Studio, auch am Wochenende zum Training, und er fühlt sich ja da immer wohl und jeder kennt ihn auch hier von unserem Team. Aber ganz ehrlich, ich gehe um 8 mit ihm ins Bett, weil
wir leben ja zusammen, also es ist eine Männer-WG zu zweit, da ist es nicht so einfach. Also das ist eine Organisationssache, da ist jede Stunde geplant, das Essen ist geplant und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in der Diät fällt mir auch das Essen viel, viel schwerer, weil wenn du einen Sohn hast, der isst dann halt einfach mal einen Joghurt oder isst einen Burger und du sitzt daneben und... Also er muss sich da wegen dir nicht einschränken, Nein, null, also das ist... Also was man mitkriegt, er möchte auch zum Beispiel Reis, Brokkoli, das hat sich bei ihm festgesetzt, das mag er auch essen, also das ist ja was Positives. Es funktioniert alles, also man muss es halt positiv verkaufen und trotzdem, ich sag, ich mache den Sport, aber Prio hat immer mein Sohn und dann kommt der Sport und wenn man sich gut organisiert, klappt das gut, aber es passt halt nicht mehr viel anderes rein. Also. Ja, ja. Also man muss halt den Tag schon, glaube ich, gut durchstrukturieren. Gell? Absolut. Ja, absolut. Ja. Also das anders geht's gar nicht. Und wie geht es dir so mit Gelüste jetzt? Jetzt ist ja, bist du ja doch schon ganz schön Zeit auf. Hältst du das in Grenzen oder bist du so? Also bei mir war es immer so, ich war dann unter dem Jahr, habe ich mir teilweise gar nicht vorstellen können, dass ich nur mit Diät mache, dass ich das so lange ohne irgendwelche Cheats durchhalte und dann in der Diät nach 2-3 Wochen war ich dann so fokussiert und da war das alles kein Problem mehr. Wie ist das bei dir? Also grundsätzlich merke ich, wenn ich so tagsüber, wenn ich beschäftigt bin, habe ich nur Probleme. Sobald ich Zeit habe, darüber nachzudenken, über das Essen, dann merkst du schon, jetzt Hunger hätte ich dann schon mal auch einfach was anderes mal. Aber also an Süßigkeiten, die können bei mir rumliegen, das interessiert mich nicht so. Aber wenn man mal was anderes essen, da sind die Gelüste jetzt in der Diät schon hoch. Also vor allem, wenn man was riecht vom Essen her, das ist schon. Ja, da werden wir ganz geruchssensibel werden, oder? Ja, aber ansonsten weiß es jetzt nicht so, dass ich heimlich irgendwas essen müsste oder so. Also gar nicht. Also es ist alles, lasst sich alles eigentlich dann so vereinbaren? Ja, ich bin ja grundsätzlich immer der Typ, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann wird das durchgezogen. Und, ich meine, der Körper verzeiht irgendwie. Also gerade in dem Sport merkt man ja, was viele immer gar nicht so betrachten. Ne? Denn du siehst einen Schokoriegel, wenn du den isst. Und du siehst halt auch, wenn du einen Scheiß mal isst, du willst das heimlich machen, das kannst du, können die jetzt nicht vor dir verstecken. Das geht halt einfach nicht. Und, das Wissen wusste ich vorher auch nicht, aber umso intensiver man jetzt in der Diät ist, umso mehr merkt man auch jeden Ausfallschritt. Also, wir hatten uns neulich unterhalten über Autofahren, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass ich eine schlechtere Form habe. Ja, weil du fährst zu seinen Eltern, fährst du 5 Stunden und dann haben wir am Donnerstag, haben wir den Vorbescheck gehabt und dann haben wir einfach also die Autofahrt noch gesehen, wie du dann zurückgekommen bist. Wenn man dann 5 Stunden im Auto hockt, das fällt einem im normalen Alltag gar nicht auf, ob man da ein bisschen mehr Wasser oder nicht. Und da, je weiter dass man wegkommt von Pimp, desto empfindlicher wird man natürlich. Gell? Ja. Und desto schlimmer ist eigentlich der Gehirnfick auch. Weil man dann ja sich ständiger, wenn man dann die Formfachschwankungen sieht, dann hat man mal hoch und denkt, jetzt wird es langsam. Ja. Und 3 Stunden später nach dem Autofahren denkt man sich, der schaut wieder richtig kacke aus. Ja, auch einmal scheiße geschlafen oder 2 Nächte nicht nur unruhig geschlafen und das sieht man einfach. Das sieht seinen Körper. Und ich finde es gut, die eigene Erfahrung zu machen, dass einem der Körper im Endeffekt nichts verzeiht und das auch immer wieder spiegelt. Also dein Körper spiegelt eigentlich deinen Alltag wieder und das sieht man halt jetzt so extrem auch in der Diät. Ja, genau. Also es ist dann immer so Aktion-Reaktion praktisch. Also was ich mache, wird dann auch irgendwann rauskommen. Und wenn ich sage, okay, sollte vielleicht die Diät nicht und ziehe aber weiter durch, dann wird die Form mit Sicherheit auch gut werden. Ja. Absolut. Also so sehe ich das. Aber wenn man halt irgendwo schlampert oder auch im Training mal manche Muskelgruppen länger mal vernachlässigt, dann sieht man das halt irgendwann einmal. Absolut. Außer man ist irgendein Genetikfreak, wo man vielleicht da nicht so viel machen muss. Aber denke mal, wie du schon sagst, gerade in der Vorbereitung kommen halt dann so Fehler immer auf. Gell? Wo man vielleicht so in der Off-Season eigentlich nur mehr drüber wegsieht, wo man dann sagt, okay, jetzt wenn ich mal in der Off-Season, wenn man eine gewisse Fettschicht hat und ist einmal ein Schokoriegel, dann sieht man das nicht unbedingt, aber in der Vorbereitung kommt dann halt alles zum Tragen. Also ich finde, also mental ist man jetzt noch mehr gefordert in solchen Sachen. Erstens, weil man ja doch so auch optisch fixiert ist. Also es ist schon knackig. Wie geht es dir jetzt mit dem Training? Du trainierst, hast das Glück, dass du im eigenen Studio trainieren kannst.
Ist da die Motivation noch hoch oder sagst du, jetzt wird es langsam anstrengend, wie schaut es denn da aus? Auch von der Kraft her haben wir jetzt erst gerade geredet, dass du eigentlich von der Kraft her super drauf bist noch. Ja, jetzt, also ich habe, klar, ich hatte auch mal einen Einbruch gehabt, wo ich einmal haben wir dann den Trainingsplan noch umgestellt und ja. Jetzt hatte ich vor 2 Wochen auch mal, ja, ich war einfach leer, kaputt. Mhm. Aber Motivation ist da. Da gibt es keine Frage. Ja, ja. Ich freue mich drauf. Aber ich genieße auch mittlerweile, vorher konnte ich das nicht so, die Regenerationstage. Mhm. 1 bis 2 habe ich jetzt mal, also jetzt wieder ein, dann mache ich 2 Tage Pause. Mhm. Also du bist dann einmal froh, wenn es ein trainingsfreier Tag ist. Ja, genau. Wenn man mal durch. Vorher war es fast nicht möglich, ein trainingsfreier Tag, und jetzt bist du wirklich froh. Weil auch das muss man halt einfach lernen, dass man, man hat immer das Gefühl, man verliert, aber der Regenerationstag ist ein Gewinn. Und jetzt hatte ich mal 2 Tage hintereinander, die habe ich ja ganz selten. War körperlich ein Gewinn, also wirklich eine Erholungsphase, und geht ganz anders krafttechnisch wieder ins Training, auch von Kopf her motivationstechnisch. Ja. Aber von der Kraft her bist du, weil ja viele immer sagen, ah, Diät, und ich habe keine Kraft mehr, das merkst du gar nicht. Ja. Also ich bin einmal der Meinung, so bis 2, 3 Wochen vorher sollte man eigentlich sein Kraftniveau schon halten können, zumindest bei den ersten 2 Übungen. Dann kann schon sein, dass aufgrund der fehlenden Energie, dass man da ein bisschen abfällt, aber so die ersten 2 Übungen sollte man eigentlich schon sein Kraftniveau immer halten. Ist für mich immer ein Zeichen, dass man die Muskulatur hält. Ja, also was ich schon merke, man geht feinfühliger ran, einfach aufgrund von Verletzungen. Also man will halt natürlich Verletzungen merken, und man merkt das Defizit. Also ich finde schon, dass man, wenn man Wasser verliert, das, auch, das spürt man schon in Gelenken, also man wird ein bisschen feinfühliger. Ja, glaube ich, ist aber vielleicht, weil du bist ja Physiotherapeut, ja. Vielleicht hast du da vielleicht ein bisschen anderes Fingerspitzengefühl, ja, ja, wie andere, wo du vielleicht für den Körper nicht so viel oder vielleicht auch nicht so viel negative Sachen erlebt haben. Ja, ich passe da schon auf, also ja. Ich versuche einfach immer sauber zu trainieren, vielleicht gehe ich mal nicht so wie andere im Gewicht auf Maximum, dann ja, ja. Gehe ich lieber mal einen Schritt zurück und trainiere ein bisschen sauberer. Aber gut, das ist halt, wie du. Ja, wobei, ich bin schon einmal Fan von, also Schwertraining ist ja nicht gleich schweres Training. Man kann ja schwer trainieren und das Gewicht nur bewegen, ja. Und kann aber auch schwer bewegen mit korrekter Technik und mit dem Muskelgefühl. Absolut. Das sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Ja. Das wird, finde ich, von den Leuten oft verwechselt. Ja. Wenn ich sage halt schwer, dann ist ja bei vielen das Gewicht im Fokus. Ja. Und das sollte eben nicht sein, wie du schon sagst. Das ist immer das Muskuläre, eine saubere Ausführung ist eigentlich immer das A und O, weil alles andere ist man einfach zu Verletzungen anfällig. Ja. In der Offseason geht das vielleicht noch eher, aber gerade in der Diät ist es halt schwieriger, dass man sich verletzt dann. Ja, ja, das geht viel, viel schneller. Ja, aber ansonsten habe ich Training macht Spaß, ist cool. Und am Ende des Tages sieht man ja immer seine Erfolge, und das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. Jede Woche ist irgendwie, sieht man eine neue Faser, einen neuen Muskel, der ein bisschen zum Vorschein kommt. Und das macht schon Spaß. Also bis jetzt, weil es ja deine erste Vorbereitung ist, sagst du, okay, bis jetzt ist nur geil. Ja. Es ist fordernd, und es ist, also es gehört absolut viel dazu. Und es ist sicherlich in diesem Bereich das Härteste, was ich gemacht habe, auch so vom Tagesablauf her. Aber es macht Spaß, und ja, man muss einfach 24 Stunden das Leben in der Vorbereitung. Das ist alles jetzt nicht so, jetzt gehe ich ins Training und dann ist es egal, weil eigentlich das Größte in der Diät passiert mit dem Essen. Und ja. Das muss man halt 24 Stunden leben. Ja. Okay. Ja, gut. Jetzt denke ich mal, seid ihr aber wieder ein bisschen auf dem Laufenden. Wir werden jetzt dann wieder mal die Ernährung ein Video machen und auch mal wieder Formcheck das nächste Mal. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wir mal so ein Q&A machen, was euch beim Ralf jetzt interessiert, gerade als Newcomer, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt es bei mir oder beim Ralf gerne auf Instagram. Wir werden euch da unten verlinken. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, Ralf. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao, servus.